Herzlich willkommen zurück bei 7 Days. Wir haben ja letzte Folge ein paar Shits ausgebuddelt. Hat sich geldmäßig und munimäßig wirklich gelohnt. Ich muss hier noch einmal kurz gucken. Hier knüppelt irgendwas rum. Das ist nicht gut. Ah, natürlich, die Uschi demoliert wieder meine Luxusstraße. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Hat aber anscheinend nichts gerufen. Das freut mich. Gut, das können wir verkaufen, sobald der Händler reset hat. Er hat doch was gerufen, wa? I've got a bad feeling about this. Oh, ich sehe nichts. Natürlich sehe ich nicht, wenn es hinter mir ist. Ne, Fleischi? Sie hat gerufen. Wir haben bloß ein Weilchen gebraucht, die Herrschaft. Fleischi, kipp doch nicht gleich aus den Latschen, Mensch. Da kommt noch ein Jill. Was hat schon wieder? Nur drei Zombies? Offensichtlich. Gut, wir werden auf jeden Fall. Warte mal, habe ich das hier? Nee. Ein bisschen mit der Hordenbase weitermachen, aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Folge wieder rumschaufeln. Ich hab's ja verstanden. Wir werden auf jeden Fall einmal Licht mitnehmen. Wie wir eine Blöcke mitnehmen. Ja, nicht die Stallblöcke, die will ich da jetzt nicht verhunzen, aber... So, wir haben ja Burra. Außerdem gibt es hier immer noch das schöne Werkzeug der Zeutreffers. Muss bloß erstmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir da aufgehört haben beim letzten Mal. Wir müssen erstmal rüber. Wie gesagt, zu tun haben wir noch genug. Ist das jetzt die Lampe? Ja. Die Nacht ist ja schwarz heute, du. So dunkel ist über selten. So, hier vorne hatten wir ja soweit alles. Naja, fertig ist was anderes. Zwei Minenlinge noch, sehr schön. Das hier kann auch nicht so bleiben. Hier braucht eigentlich keine Treppe rum. Hier müssen wir weitermachen. Aber allerdings muss hier natürlich ein bisschen platter. Das ist klar. Dann machen wir jetzt mal eben ein bisschen platter hier die Ecke. Zumindest so gut wie es geht. Aber wie gesagt, wir machen es im Zeitraffer. Das geht schneller. Jetzt nicht viel. Hier habe ich nur versucht, das ein bisschen, damit es nicht ganz so scharfkantig ist, ein bisschen abzuschrägen. Ist vielleicht nicht ganz so gelungen, aber zumindest einigermaßen. Und hier habe ich halt schon mal weitergemacht. Hier kommen die Blöcke rein. Das muss aber auch noch abgeschrägt werden. Aber eins nach dem anderen. Jetzt. Das zieht sich doch schon übelst hin hier. Hätte ich nicht gedacht. Kommen wir erstmal die Blöcke rein. So viel Zeug muss auch sein. Ah, ich glaube, hier habe ich ein bisschen zu weit gebohrt. Da stopfen wir gleich wieder mit Erde zu. Das ist nur ein kleines Problem. So. Habe ich mich jetzt überhaupt richtig gezielt? Ich glaube, ja, müssen eigentlich. Ja gut, hier muss ja sowieso komplett hin. Aber hier ist eine 7. Ich bin jetzt nicht mitgezählt, weil hier die Schräge ist.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passt. Sehr schön. So, ja, halt rundherum das Ganze. Nimm erstmal die hier. Gubirin. Dinge, Dorren. Was mich gewundert hat, es kam die ganze Zeit nicht ein einziger Zombie vorbei. Das hat mich dezent gewundert. Da hinten im Schneebium haben wir Dauerhalligolli und hier kommt nichts. Okay, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das müssen noch ein bisschen abgeschreckt werden. Ich muss mal googeln. Ich habe ein bisschen Erde einstecken, weil ich vorhin schon zwei Löcher hatte. Wie viel fehlt denn hier? 1, 2, 3. Gut, noch zwei herstellen. Hier ringen wir hin. So, dahin und hierhin. Sehr schön. Damit sie zumindest einigermaßen rundherum gerade aussieht. Das alles mit Minen vollzupacken, wird allerdings noch ein kleines Krämpfchen. Hier ist es zum Glück nicht mehr ganz so extrem. Am schlimmsten ist wirklich der Hügel hier. Den muss ich noch ein bisschen abschrägen, da weiß ich bloß nicht genau, wie ich das machen soll, weil hier ist es ja so hoch. Ich will bloß halt nicht, dass die Zombies gleich von hier dann später auf die Minen klatschen, sondern dass sie wirklich hier, wenn sie hier ankommen, so ein bisschen runterlaufen und dann auf die Minen rauflaufen. So in etwa. So, hier müsste eine Ecke hin, ne? Da muss ich mal kurz was googeln. Eine Ecke, warte mal, die kann ich doch einfach von hier kopieren. Kopieren? Ach, Droni. Kopieren. So. Dann muss ich gleich mal was googeln. Ja, und hier müssen dann einfach wieder so die Schrägen weitergehen. Und ich will hier jetzt nicht alles wegbuddeln, wie gesagt. Zwischendurch mal wieder, denn mal wieder im Zeitreffer. Wir hier nur schon mal die Schräge hinmachen. Damit ich hier später nicht durcheinander komme. Das war zu weit. Doch, wird ja auch gleich wieder. Wunderbar. Der war wirklich zu weit. Okay, Worte, wir brauchen noch einen Mutterboden. So geht das nicht. Dinge. Leben können wir immer gebrauchen. Damit müssen wir sparsam umgehen. Sitzen hier nur einmal die schräge Kante lang. Das kriegen wir schon hin. Juju, den haben wir jetzt auch irgendwann mal fertig. Sehr schön. Aber wir haben bei uns in der Base ja auch noch einiges zu tun. So ist es nicht, ne? Wir müssen oben da hier noch die ganzen Dinger zu Beton machen. Da die Dachzinnen da oben. Wir müssen die Solarpanels noch anschließen. Also zu tun ist hier noch genug. Wir könnten rein theoretisch schon. Ich glaube, da werden wir uns auch gleich drum kümmern. Wie gesagt, ich will hier nur die Schräge machen. Zumindest im Bereich, da kommen ja die meisten Schreierinnen. Denn zur Brücke schon mal mit Solarstrom die ersten Schusswaffen aufbauen. Die brauchen wir ja jetzt nicht so häufig nachzuholen. Die werden wahrscheinlich nur schießen, wenn Zombie vorbeikommen. Hier wird es auch immer höher, ne? Habe ich so den Eindruck. Wollt doch nur die Schräge hier lang machen. Dann haben wir das nächste Mal hier halt auch nur noch die eine Seite, obwohl die eine Seite ist ein ganz schönes Stück. So. Ich glaube, das ist recht. Erstmal kurz was essen. Lehm haben wir zumindest wieder ein bisschen was. Ein bisschen Notfalllehm. So, die Schrägen. Geh ich mal her. Bim, 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 bim. Ihr kopiert einmal. Zack, drehen komme ich selber richtig. Ist ja sogar richtig. Ne. Und den Rest kümmern wir uns den auch nochmal. Wir haben ja noch etwas Zeug. Aber 133 ist die Horde. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber es ist ja nur ein Biesli reparieren, mehr ist es nicht. Und Waffen auffüllen. Das sollten wir alles am Start haben. Sehr schön, sehr schön. Auch wenn ich mich frage, was hier rumgeditscht wurde. Die Waffen machen doch keinen Schaden mehr an Blöcken, ne? Oder wurde das wieder geändert? Egal. Der kann raus. Hier sind wir erstmal durch. Oder? Warte mal. Motorrad muss ja eh mit. Wir kümmern uns jetzt erstmal da um, zumindest beim Tor.
Naja, wohl, das sieht nicht schön aus. Wie gesagt, das muss noch ein bisschen angepasst werden, alles. Aber für den Anfang geht's. Man sieht aber auch ziemlich schlecht im Dunkeln. Wie gesagt, das ist leider nicht möglich in Seven Days wirklich erdeschräg hinzukriegen, nur so einigermaßen. Da hoffe ich, dass sich da in Zukunft nochmal was tut, dass man Erde aus schräg machen kann und so. Und vor allen Dingen braune Erde wieder grün machen kann, das wäre auch sehr schön. Das funktioniert mit dem Mutterboden mir nicht. Mutterboden setzt die gleiche Farbe wieder hin, die vorher da war. Es wäre schon ein Träumchen. So. Was machen wir da? Sehr schön. So, haben wir irgendwo. Das kann eigentlich Ollis geschlossen runter. Die gehört dahin. Drauni? Da. Das wollten wir auch noch machen. Ne, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, das machen wir zuerst. Sonst vergesse ich es mich wieder. Können wir ja gleich in die Werkbank klatschen. Hier, den auch mal da runter. So. Und zwar die muss ich gleich mal gucken, wie heißt denn die Mod? Die haben wir doch drin in Droni. Ich glaube Frachtmod oder sowas. Warte mal. Die brauchen wir nämlich zweimal. Robotik-Drohnen-Frachtmod, genau. Also, ja gut, die kriegen wir hin. Die machen wir in der Werkbank. Hier, das kommt erstmal drin, das kommt erstmal drin, das kommt runter. Jo. Wenn wir eh schon mal hier sind. Wir brauchen 10 geschmiedeten Stall, das habe ich mir noch gemerkt. So. So, Leben kommt schon mal hier drin. Und was war noch? War noch? Eben 20 Grünstoff. Alles klar. Wir brauchen wir zumindest mal was. Bip, 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 bip. Warte mal, war das jetzt 20? Nee, 20 ist richtig, ja. Ich muss ja mal 2 rechnen. So, machen wir wieder ordentlich. Und den war das definitiv 8 Electrical und 8 Mechanik. Das ist relativ billig, muss ich sagen. Wir brauchen jetzt 2 davon. Ich weiß gar nicht, müsste aber gehen. Wenn wir 2 reinkriegen, müssen wir auch 4 reinkriegen. Den haben wir ihm doch ein bisschen größer, ne? Sehr schön. Den können wir jetzt mit gleich hier reinhauen. Da auf jeden Fall nicht. Hier aber. So, Frachtmod. Robotik-Drohne Frachtmod. Mal 2. Kann er sie in der Zwischenzeit schon mal bauen. Ich bring kurz Steine runter. So viel Zeug muss sein. Den schnappen wir uns gleich. Das haben wir, glaube ich, alles in der Elektro-Gedönskiste. Wir brauchen auf jeden Fall ein Wire-Tool. Ich hoffe, ich habe hier noch eins. Wir brauchen eine Battery Bank. Wir brauchen der Solarpanel. Wir brauchen hier Solarzellen. Und wir brauchen Batterien. Auf jeden Fall hier davon eine. Ja, davon brauchen wir auf jeden Fall 2. Wir brauchen... Ja, gut, einen Schalter könnte man hinbauen zum An- und Ausmachen, aber eigentlich brauchen wir den nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die. Und wir brauchen einen Solarpanel. Jo, genau. Dann kann das mich da reinlaufen und von da, damit es auch nass weiterläuft. Weil sonst gehen die nur tagsüber, wenn ich das direkt an die Solarbank klinge. Und die sollen ja auch nass funktionieren. Dass die denn quasi tagsüber das Ding aufladen. Die Batterien brauchen wir. Nehmen wir mal alles mit, was wir haben. Passt, glaube ich, 6 rein. Und Nassholz von der Batterie verbraucht wird. Genau. Wire-Tool, haben wir das hier? Ich hoffe es. Jo. Die Frage ist nur, ich weiß nicht genau, wo ich das Solarpanel hinbauen soll. Hier irgendwo mitten in der Pampa stehen haben will ich es nicht. Das sieht ja nicht aus. Das müsste eigentlich echt auf die Mauer mit. Ich hoffe nur, das wird da nicht von irgendwelchen Geiern zerkotzt oder so. Ist ja nun nicht so breit hier oben, ne? Das ist sehr, sehr groß. Na gut, es würde gehen, ne? Aber das müsste, wenn schon, eher in der Nähe des Tors. Und man könnte es hier auch aufs Dach stellen. Wie würde denn das aussehen? Ah, würde ein bisschen in der Luft hängen, ne? Aber
Fällt, glaube ich, gar nicht auf. Würde schon gehen, wenn ich das da hinstellen würde. Naja, das fällt gar nicht auf. Sehr schön, dann können wir hier nämlich die Bederibon hinstellen. So, da steht zwar nicht besonders gut hier oben. Geht aber nicht anders. Müsste denn so, warte mal, das müsste so dicht wie möglich hier ran. Aber ob ich von beiden Seiten damit die Waffen versorgt kriege, das ist noch eine andere Frage. Auf jeden Fall müsste auf jeden Fall erstmal von hier dahin. Genau. Hier müssten denn jetzt erstmal die Dinger rennen. Sehr schön, damit der Ohren schalten. Schon mal fehlt natürlich noch ein bisschen Strom. Ja, was brummt denn der so? War doch sonst nicht so, oder? So, hier kommen denn die guten Borderinerinnen. So, einschalten. Und von dem Ding aus müssten denn die Waffen angeklemmt werden, dass quasi der Strom hier reinläuft, die Batterien lädt. Muss ich mal drauf achten, ob er die jetzt lädt, das weiß ich nicht. Der müsste hier ja die Balken höher gehen. Maximale Ausgabe 254 Watt. Ja, das liegt an den Batterien. Der bringt maximale Ausgabe 147 Watt. Stromquelle 5 Watt. Das ist das Ding, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Sieht aber so aus, als wenn er lädt. Der ballert mehr Strom raus, als das Ding auflädt. Ja gut, aber die Waffen verbrauchen nur Strom, wenn sie laufen, ne? So, auf jeden Fall. Ob das so gut ist, wollte ich. Muss natürlich aufgewertet werden, das ist klar. Hier so eine Waffe drauf haben. Die den quasi hier so im Straßenbereich abschickt. Und dort eine drauf haben. Warte mal, wir konnten hier nicht drüber laufen, ne? Aber. Ma. Schade, die Arme sind zu kurz. Ah, ich krieg sie da nicht. Oha, ich will hier nicht runterfallen. Sehr schön. So, ich stehe hier wie auf hohen Eiern gerade. Dann müsste der nämlich von da zu der Waffe. Und normalerweise, ja gut, da muss eigentlich später ein eigenes Solarpanel hin. Aber erstmal kann ich rein theoretisch von hier jetzt da weiter erstmal. So, Strom müssten die ja nicht beide haben. Sieht auch so aus. Fall hier nicht runter. Fall hier nicht runter. So, der soll hier quasi. Ich meine, die haben ja einen gewissen Blickwinkel. Oha, 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 oha. So, hier vorne. Falls eine Uschi kommt, dann. Ich hätte natürlich die Muni gleich mitnehmen können. So. Aber mal kurz gucken. Die Batterien müssten eigentlich geladen werden. Ja, ja, werden sie auch hier. Der geht definitiv hoch. Und die Waffen saugen dann halt den Strom hier raus, glaube ich, hoffe ich. Bin mir nicht so sicher. Es kann auch sein, dass die Waffen sich tagsüber den Strom von hier holen, ne? Ja, tun sie auch. Und sobald Nacht wird, müsste man dann mal darauf achten, müsste die einspringen. Rein theoretisch. Weil dann kommt ja von da kein Strom mehr. Tagsüber versorgt also der und nass der und der wird nebenbei mitgeladen. Ja, das ist nicht verkehrt. Also brauchen wir zumindest kein Benzin. So, warte mal, da hauen wir jetzt auch mal kurz Muni rein. Dann haben wir das Ganze hier schon mal Uschi sicher. Kann natürlich sein, dass wir uns so zwei, dreimal erschrecken, wenn die plötzlich losballern, aber dann wussten wir zumindest, eine Uschi ist da. Einmal Muni, einmal Muni, einmal Muni. So, wir bräuchten hier den 6-6, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 6, sehr schön. Hängt auch leicht hinterher, der Sound, ne? Ich weiß nicht, das Spiel hat ein letztes heute. Ich leuchte Problemchen. So, noch einmal hoch. Und sobald die nächste Uschi kommt, dürfen sie dann losbollern. Sobald sie sie SB'en. Erstmal hierin. Zack, zock, zock. Hier, Schirm, der kommt aus, aber einmal sperren muss sein.
Sonst wird's nichts mit Lowspawnern. Komme ich ja nochmal rüber? Ohne in die Spikes zu fallen? Das wäre ein Träumchen. So. Und die brauchen wir ja jetzt nicht allzu häufig nachfüllen. So oft kommt hier nur auch keine Uzi. Sehr schön. So, der sollte die auch nicht versorgen können. Der sollte sich ohne Probleme aufladen. Ist auch fleißig dabei. Bis die Nacht anfängt, sind die alle voll. Und den übernimmt das Ding. Und das sollte eigentlich für die Nacht reichen. Wie wir denn sehen, sobald das nächste Mal eine Uzi kommt. Ich will jetzt noch einmal googeln, mit Hilfe des Wire-Tools, wie genau der Abtastradius der Waffen ist. Dann haben wir zumindest hier vorne schon mal Ruhe von diesen Straßenfetischisten hier. Okay, die haben einen relativ großen Radius. Das ist schön. Und auch einen sehr weiten Radius, wie es aussieht. Also definitiv, wenn hier so die Uzi rumbrennt, hier ist ein toter Winkel, oder? Ne? Bis hierhin geht das echt. Bis hier. Ja, ja, ja. Und der Bereich wird hier auch abgeschirmt, ne? Das Ding bewegt sich ja auch hin und her, mal abgesehen davon. Er ist vorbei mit der Straßenklopperei. Jojo, hier dürfte sie gesehen werden. Sehr schön. Denn Häus ist, da kommen später noch mehr Waffen rauf. Dafür brauche ich mehr Solarpanel und so weiter und so fort. Den hinten wird das Thema auch erledigt. Das kann da oben denn so weiter oxidieren. Das Voyager-Tüdchen kommt wieder runter. Hm? Den schnappen wir uns jetzt einmal ein bisschen Cobblestone. Der. Zack, zock. Sollte reichen. Auch ein bisschen Beton. Ah gut, ich habe glaube ich schon viel zu viel, aber... Der hängt echt der Sound hinterher. Okay, ich weiß zwar nicht, woran das gerade liegt, aber bei mir hängt der Sound. Ich hoffe, das ist eine Aufnahme, nicht so. Jupp, die hängt hinterher. Aber gut. Gut, 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 warum auch immer. Ich wollte hier hoch. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann ja mal vorkommen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, woran das liegt. Zack. Ist aber schon leicht nervig. Mir geht's eigentlich erstmal darum. Das wird hier jetzt erstmal aufgewertet. Aber auch nicht bei allem, ne? Nur bestimmte Sachen, die hinterher hängen. Hier nicht, beim Aufwerten. Das ist schon merkwürdig. Alles kleine Lichter ist am Spiel. Sehr schön, sehr schön. Der Lichter ist eindeutig am Spiel. Und ich hatte schon Angst, hier wohl, den wäre das echt blöd. Dass man den Capture-Card, das hatte ich schon mal. Irgendwie Ton und Bild verschoben hat. Das ist immer ein riesiges Rumgefriemel beim Rendern. Das dauert Stunden, da dann das wieder hinzukriegen. Aber den ist es nicht mal eine Capture-Card, weil jetzt ist der Ton ja wieder normal. So, kommst hier rüber, ohne runterzufallen. Die ist auch schon wieder, ja, yo. So. Atmosphäre ja auch einmal. Wenn die hier den Block wegkotzen, wo die Waffe draufsteht, Katastrophe, Katastrophe. Das muss ja nur überhaupt nicht sein. So, aber es wäre schön, wenn jetzt mal eine Uzi kommen würde, um das zu testen. Aber wenn man sie haben will, dann kommen sie nicht, ne? Das geht mir ja schon. Okay, die Sound Engine hier vom Spiel spielt gerade völlig verrückt. Keine Ahnung, was hier los ist. So. Seitdem wir im Apartment waren, spielt das Spiel verrückt. Alles klar, so. Einmal noch rüber, wenn's geht. Yep. Sehr schön.
Zumindest bis hier vorne will ich noch machen. Das hört sich ein bisschen an wie so ein DJ oder so. Okay, okay. Keine Ahnung, was Safe nächster Ort für Problemchen hat. So, aber auch kein Problem. Das hätten wir, mehr wollte ich ja nicht. Das lüft hier erstmal. Uschi ist gerade nicht in Sicht. Aber das macht auch nichts. Vielleicht hat er ja auch Probleme wegen den Batterien. Er lädt die zumindest auf, so nach und nach, wie es aussieht. Er macht wohl erst die und dann die anderen. Die Waffen haben auf jeden Fall Strom. Die Batterien sind bis zur Nacht dicke voll. Hat er da auch genug? Und gesichert ist auch erstmal alles. Sehr schön. Hornbase wird ein Stückchen weitergekommen. Da ging übrigens noch alles. Die Tür geht jetzt auch wieder. Also, CFD-Spiel. Hat man ja ab und zu mal Öli Exis holt. Hier hängt aber gewaltig hinterher. Was wollte ich eigentlich hier? Der soll da hin? Der soll hier hin? Wie finde ich das? Wenn es nicht so traurig wäre, schon wieder cool. So, auf jeden Fall. Pflasterstein hier. Und Beton darin. Alles klar, wird. Dann würde ich sagen, wir sind für heute aber auch am Ende. Haben ja jetzt ein bisschen was geschafft. Wie gesagt, ich werde jetzt so langwierige Buddelarbeiten und sowas nur noch einen Zeitraffer machen. Dann ist, glaube ich, jeder zufrieden. Bauen und so machen wir aber weiterhin normal. Man will das ja auch nachvollziehen können. Aber für heute machen wir den Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.